Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Salami TV, der ostdeutsche Aussie mit Mordsappetit, ständig auf der Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Freunde, bei bestem Sonnenwetter bin ich schon mal wieder früh unterwegs. Ich fahre jetzt zum Edeka Center, jetzt um ungefähr 2,5-3 Kilometer. Ja, und mal gucken. Lass mich inspirieren von den bunten Regalen. Ich weiß noch nicht so genau, hier die Leute, die fahren hier alle schon mit Fahrrad, und ich weiß noch nicht, was ich holen soll, aber wie gesagt, es ist bei mir spontan. Ich lasse mich inspirieren, flaniere durch die Regale, durch die Gänge, und dann ergibt sich die Sache wohl schon von selbst. Freunde, wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt dran. So Leute, ich habe hier nochmal einen Abstecher zum Flughafen gemacht, oder zum ehemaligen Flugplatz, zum russischen Flugplatz. Hier war damals die russische Sowjetarmee zugange. Die hatten hier in ihrer Hangar Düsennäher. Ja? Und ja, war spektakulär eigentlich. Nice. Gut, aber jetzt ab zu Edeka. Oh, hier jetzt so ein bisschen Zeit ziehen mit Salami, Junge. Gucken Sie sich, rechte Seite befindet sich so ein russischer Wachturm oder ja, sowas ähnlich. Naja, hier überall Flugzeughanger, wo das Auge hinreicht. Da standen die MiG-23, Junge. Ja, wir im Osten, wir haben schon was zu erzählen. Rollin', 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 rollin'. Come on, roller. Komm, Bauer, Junge. Bester Mann. Traktor. Hier, yeah, ein Hoch auf die Bauern. So Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich am Edeka Center. Bei Edeka Center angekommen. Es ist jetzt 7:30 Uhr. Aber wie Sie sehen, ist alles noch sehr leer. Die Stadt schläft noch. So Freunde, vorbildlich wie ich bin, habe ich mir natürlich einen Wagen geholt. Und jetzt hier da drin. Bei Edeka. Was ist denn hier los? Achso, ich habe gedacht, das funktioniert nicht. Hier alle Umbaumaßnahmen, Junge. Aber es ist noch schön ruhig. Leute, guckt euch das mal an. Hier so eine Mini-Wassermelone, 6 Euro. Ja, läuft bei denen, wa? So, Friends, ihr habt es ja vermutlich im Titel schon gelesen, aber wir brauchen jetzt erstmal Champignons. Yes! Also ich weiß nicht, aber immer wenn ich diese Pommes sehe, erinnert mich das immer an Harry-Hackfleisch. Ich muss immer an Harry denken. Komisch. Pfui, Devil, ist die hässlich. So, Leute, ein bisschen Kochsahne zum Kochen für die Pilze. Lecker! Freunde, diese Steakhouse Fries, die lachen mich ja wirklich an. Die müssen wir immer mitnehmen. Einmal habe ich gesagt. Oh, lecker. Das wird mal wieder ein Festschmaus, Leute. Und zur Feier des Tages habe ich hier Chicken Drumsticks. Ich wollte eigentlich Geflügelbeine haben, so unpaniert und unmaniert. Aber unmaniert, nee, hatten sie nicht. Scheiße, Mann. Was ist denn das hier? Mann, hier wird umgebaut. Das ist total eng hier alles. Das ist echt zum Kotzen, Mann. So, die Pilze, die habe ich jetzt geschnitten und so. Die sind jetzt so gleich fertig. Und jetzt kommt der extra Schuss Sahne daran. Oh, das reicht schon. Da im Hintergrund hört ihr die Heißluftfritteuse. Da sind die Hühnerschenkel und die Steakhouse-Bombs drin. So, Freunde. Es ist mal wieder angerichtet. Die Mütter haben sich auch beruhigt. Ja, und ja, das war einfach zu viel. Die ganze Scheißhitze und alles. Oh. Ja, ich habe ja nicht gegen Hitze, aber wenn denn schon morgens zu warm ist, das ist ja noch scheiße. So Leute, hier ist die Champignon-Rahmsoße. Die mache ich jetzt hier ohne viel Tamtam hier rüber. Jo. Das ist nice. Dann haben wir hier noch so einen schön leckeren Molokko. Hier werde ich mir auch gleich zu Gemüte führen. Brauche ich jetzt Ketchup zu den Pommes? Ich denke, nee, ich habe hier die Soße. Ja, die sollte ausreichen. Ah, die sind aber ohne heiß, ja. Na gut. Fangen wir erstmal mit den Steakhouse Pommes an hier. Oder den Fries, wie auch immer. Würde ich sagen, bist du hungrig, machst du genau das hier. Den G steht für Gönnung, ihr wisst Bescheid. Mahlzeit. Diese Champignonsoße, ja. Oh, Freunde. Ey, wie im Restaurant. Ich habe noch Knoblauch angemacht.
Knoblauch, ja. Und Zwiebeln wollte ich auch noch reinmachen, aber ich hatte keine Zwiebeln mehr im Haus. Ja, schade. Ja. Ist manchmal so. Ihr müsstet nur doch mal trinken, Freunde. Schmeckt richtig erfrischend. Jetzt kommen wir mal zu den Hühnerkeulen hier. Oder Schenkel. Ihr habt es ja gesehen. Ja, Barbecue. Sehr lecker. Freunde, holt euch eine Heißluftfritteuse. 10 Minuten dauert es. Dann sind die da. Ja. Ich muss der Harry Hackfleisch auch schon von überzeugen, dass er sie eine Heißluftfritteuse holt. Bis er sie eh nicht geholt hat. Ja. Ja. Schöner Barbecue-Geschmack, Leute. Ach, und übrigens, Freunde, kennt jemand noch German Food Review? Ja, genau, ich auch. Der ist ja nie vor der Kamera gezeigt, der hat ja immer nur sein Handy gezeigt. Ha. Ich habe aber exklusives Bildmaterial. Ich zeige euch im nächsten Video, wie German Food Review aussieht. Wer wissen will, wie German Food Review aussieht, der muss bis zum nächsten Video warten. Ja. Wurde mir zugeschickt. Und habt ihr auch verglichen? Die Hände und so. Sieht alles gleich aus. Na, ja, seid gespannt. Like the drumsticks. Jetzt wird es wieder einige Leute geben. Ja, ist keine Art die rechte Haltung. Du isst nur Schrott. Freunde, ich esse doch nicht jeden Tag Schrott. Wer hat denn noch nie Drumsticks gegessen oder Chicken Wings oder fertige Pommes, Junge? Das drückt mir mal ein bisschen auf, aber immer cool bleiben. Immer schön fluffig durch die Hose atmen. Ihr wisst Bescheid. Scheiß Edeka, haben sie umgebaut. Da findest du ja auch nicht mehr zu. Das ist eine rente Baustelle. Total eng und alles. Ja. Ich hoffe, die sind damit fertig. Guck dich das an, ja. Ja, Freunde, und dann war ich da letztens in Rostock, im Teutenwinkel. Das ist nicht so ein schönes Viertel von Rostock. Das ist so vergleichbar wie Berlin-Marzahn, Berlin-Hennersdorf. Ja, ich hab da was zu erledigen gehabt. Und dann bin ich noch bei Netto eingekehrt. Dann stand da so ein obdachloser Mann. So zerzauste Haare, so lange Haare, ja, kaputte Mütze, weißt du, ungepflegter Bart. Und der ist tatsächlich auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, bist du die Salami-Liefer? Ich so, ja. Was war der so? Um die 60. Ich so, ja, bin ich. Ey, guck doch meine Videos. Hat er mir noch nach 3 Euro gefragt und nach dem Foto habe ich ihm gebetet, gewährt. Der war schon ziemlich angetrunken, der hat da so ein Stierbier getrunken. Hat der. Also Stierbier ist ja persönlich nicht meins, aber gut, der Mann, der sah so ein bisschen, na, nicht so gut bemittelt aus. Den hat dann, wie gesagt, 3 Euro gegeben. Hat er sich dreimal bedankt und ich sag, wo wohnen Sie denn hier in Teutenwinkel? Er hat auch schon ein paar YouTube-Videos hochgeladen, aber ohne Erfolg. Er wollte, dass ich mit ihm nach Hause komme, dass ich mal ein Video mit ihm drehe, aber ich hatte eine Speicher. Kleine Kamera und so. Bemitleidenswerter Mann eigentlich gewesen. Ja. Wisst ihr, wie war sein Name? Steffen. Steffen hieß der. Naja. Man hilft, wo man kann. Weil 3 Euro ist ja nicht viel, aber man hilft trotzdem, wo man kann. Genau. Und wie gesagt, ich bin heute schon seit 6 Uhr wach. Seit heute Morgen 6 Uhr, ja.
bin ich wach. Weil ich gedacht, ach scheiße, fährst du mal zum Edeka am Dach. Boah, ist schön weich. Sind ungefähr 2 Kilometer von mir entfernt. Schön mit Fahrrad gefahren, Chili Milli. Ich finde, was du morgens nicht schaffst, dann schaffst du auf dem Nachmittag erst recht nicht. Also, der Spruch kommt, oh, guck mal, wie ich schwitze hier beim Essen. Die Sonne kommt da gleich rum. Ich hab den Pech. Die Sonne ist so 1:30 rum bei mir. Und dann bis zum bitteren Ende, bis die Sonne untergeht, ab mit der Sonne. Deswegen will ich gleich nochmal zum Baumarkt. Und also einen Sonnenschirm habe ich, ja. Ich will mir so eine Sonnenschirmhalterung holen, wisst ihr? Kannst du auch mal im Schattenvideos machen. Ja. Ja, und wie gesagt, Freunde, ich habe gestern mal wieder mit Tommy Kontakt gehabt. Und er weiß jetzt nicht, ich habe ihn jetzt schon 2-mal gefragt. Ich so, Tommy, dieses Wochenende? Nee, sagt er, da hat er was vor. Da ist irgendwie Konfirmation oder Jugendweihe oder Einsehnung oder so. Ich habe gefragt, Tommy, wie sieht's aus nächstes Wochenende? Ich glaube, da hat er auch keine Zeit oder so. Keine Ahnung, ja, Mann, schade. Aber Tommy, du kannst dich schon mal melden. Und wenn es bei dir passt und so, dann treffen wir uns, wa? Ja. Können wir machen. Freunde, geht der bald auf Hecht? Die Hechtsaison? Oder die Schonzeit der Hechte? Ist ja bald vorbei. Und zwar, ich glaube, am 1. Juni. Dann werden wir wieder angreifen auf Hecht. Junge, das geht bloß besser, als wenn der Hecht an der Angel hängt und du kämpfst mit ihm. Du oder er oder du? Das ist die Frage. Hier ist auch noch schön die Schale dran. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. Also ich kann nicht anders sagen. Ja. Und Grüße gehen raus an den lieben Mr. Eos. Vielleicht kennt Mr. Eos nicht. Ist auch ein YouTuber. Der hat seinen eigenen Charme, so irgendwie. Mr. Eos, gut, Morlock, sagt er mal. Ich gucke den auch sehr gerne. Habe den vor ungefähr 2-3 Monate entdeckt. Und der hat seinen eigenen Humor, so. Morlock. Müsst ihr mal gucken, Mr. Eos. Mr. Eos. Einfach nur lecker. Und das ist jetzt 12:30 Mittag. Und das ist die erste und letzte Mahlzeit für das ist die erste Mahlzeit heute. Und heute Abend gibt es nur noch ein bisschen Quark. Mit ein paar Früchte drin. Ein paar Chiasamen. Und dann wartet. Weil das ist hier ja pure Eiweiß und Hühnchen. Das hält eine Weile vor. Ja. Und alle sind gut. Alle sind glücklich. Ich muss mal Wäsche waschen. Ja, ich weiß, die Wäsche wäscht die Maschine. Ich weiß, aber trotzdem. Sagt man nicht so. Ich muss mal Wäsche waschen. Ey. Ja. So. Und wenn wir hier das da aufputen, dann sollte an dieser Stelle schon wieder gewesen sein, Leute. Kurz und knackig.
viele sagen halt, Salami, wo frisst du nicht dahin? Ich würde ja für mich, für zwei Personen, für zwei Portionen reichen. Ja. Der eine so, der andere so, wa? Ey. Und macht ihr den Fehler? Bei so einer Hitze, jetzt heiß duschen. Wenn ihr aus der Dusche kommt, ja, ihr schwitzt wie eine sibirische Bergzicke. Mmh. Nie heiß duschen bei dem Wetter oder warm duschen. Junge, du schwitzt den ganzen Tag. Den ganzen Tag schwitzt du. Na. Oh, die Pilze, ey, die schmecken wie im Restaurant. Und so waren das nur Champignons. Ich möchte nicht wissen, wie Steinpilze schmecken. Die schmecken ja 100-mal besser. Mhm. Messer leckt man ja. Alles klar, Freunde. Das war ein Genuss. Das hat mit diesem kurzen, knackigen Video gewesen sein, Freunde. Wenn ihr noch mehr so eine Videos sehen wollt, lasst mal ein Abo da. Lasst mal ein Like da auf kostenloser Ehrenbasis und nicht die Glocke vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Freunde, ich sag tschüss, ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt alle gesund. Mein Name ist Salami zu dem TV. Ciao.